In Tübingen ist die grün-rote Ratsmehrheit verloren. Die Tübinger Liste holte aus dem Stand knapp 13% und 5 Sitze. Das ist die größte Sensation nach den gestrigen Auszählungen der Kommunalwahlen. In Tübingen sind auch die Piraten und die Satirepartei Die Partei im Gemeinderat mit je einem Sitz vertreten. Heute wurde das Ergebnis der Tübinger Kreistagswahl ausgezählt. Starten wollen wir aber mit den Stimmen der Reutlinger FDP, die es gestern nicht mehr in unsere Sendung geschafft hat. Im historischen Ambiente die Wahlnachbetrachtung der Reutlinger FDP. Aber ausgemustert und im Museum sehen sich die Liberalen bei weitem noch nicht. Trotzdem, auch in Reutlingen ist, wie auf den anderen politischen Ebenen, die Stimmung der Gelben gedrückt. Frau Steinhilber, doch eine kleine Schlappe für die FDP bei den Gemeinderatswahlen. 4% verloren in etwa und einen Sitz. Woran lag's? Ja, ich denke, das ist dem allgemeinen Abwärtstrend, das darf man ja so sagen, der FDP geschuldet, den wir ja nicht nur bei der Bundestagswahl, sondern jetzt auch leider bei der Europawahl gespürt haben. Und der hat sich eben auch bei der Kommunalwahl fortgesetzt, zumindest ein Stück weit. Also. Die drei FDP-Gemeinderatsmandate in Reutlingen, aber auch andere kommunale Mandate, seien dabei durchaus auch eine Chance für den Neuanfang. Aber wir haben ja solche Schwierigkeiten schon öfter erlebt. Und dann müssen wir halt durch das tiefe Tal schreiten und wir können es getrost machen, weil wir ja beispielsweise im Gemeinderat das zu dritt tun. Wir können es in Metzing machen, wir können das in Urach machen, wir können es in Münsing machen, wir können es in Wannweil machen. Wir sind nicht allein. Die Wähler bewerten die Arbeit der einzelnen Liberalen gut und haben uns wiederum die Möglichkeit gegeben, auf dieser Basis weiterzuarbeiten. Angesichts der zahlreichen Mandatsverluste auf Bundesebene und dem Ausscheiden aus vielen Landtagen könne und müsse der Neuaufbau jetzt gerade aus den Gemeinde- und Stadträten erfolgen, so der Tenor an diesem Abend. Die Sitzverteilung. Danach erhält die CDU 16 Sitze, die SPD 9, die Grünen 14 Sitze, die Freien Wähler 17 Sitze, die FDP 2 Sitze, die Linke 4 und die unabhängigen Bürger aus Mössingen gehen leer aus. Top-Stimmung bei der SPD in Rottenburg. Die Sozialdemokraten haben dort bei den Prozenten zugelegt. In Reutlingen hat die SPD dagegen einen Sitz verloren, in Tübingen das Ergebnis gehalten. Die SPD in Balingen war in Feierlaune, auch hier gab es Zuwächse. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich eine starke SPD hier in der Region und wir wollen da anknüpfen, wo wir seit knapp 150 Jahren hier in der Region Politik machen. Auch die Grünen waren in Feierstimmung, zumindest in Rottenburg, in Balingen und auch in Reutlingen. Hier vergrößert sich die Fraktion von zuletzt 4 auf 7 Sitze. Aber wenn man bedenkt, dass das Ergebnis für die Europawahl ja in Reutlingen schlechter war, haben wir noch was draufgesattelt. Und das nehmen wir vielleicht dann schon für uns in Anspruch, dass das was mit unserer kommunalpolitischen Arbeit zu tun hat. Und zwar mit der Mischung aus kritisch-konstruktiver Haltung gegenüber der Verwaltung, gegen dem, was uns da vorgesetzt wird, und inhaltlicher Arbeit. In Tübingen dagegen gedrückte Stimmung. 2 Sitze weg, die grün-rote Mehrheit verschwunden. Zünglein an der Waage könnte jetzt die parteiunabhängige Tübinger Liste sein. Die ist jetzt auf Anhieb mit 5 Sitzen im Rat vertreten. Wenn nicht zwei Fraktionen glauben, sie hätten von vornherein die Mehrheit, wird das alles sehr viel einfacher und wir werden sehr normal wie vernünftige Menschen miteinander reden und wir werden ganz vernünftige Kompromisse hinbringen. Und ich denke, nach 5 Jahren sagt Tübingen, das haben wir gebraucht. Auch die Tübinger Piraten haben sich erstmals einer Gemeinderatswahl gestellt. Zwar waren sie schon vorher im Rat vertreten, allerdings aus Neugründung aus einer anderen Fraktion heraus. Obwohl natürlich das Ergebnis von dem Inhalt her, dass wir nicht mehr eine Fraktion bilden können, aber immerhin eine Person in den Gemeinderat hineinbekommen haben, nicht so sehr enttäuscht. Ganz und gar nicht enttäuscht waren auch die jungen Aktiven in Rottenburg, diesmal zum zweiten Mal dabei und trotz einer Verkleinerung des Rats wieder mit 3 Sitzen. Ich glaube, wir haben gewonnen, weil einerseits die Leute gesehen haben, dass wir in den letzten 5 Jahren konstante Politik der jungen Leute gemacht haben und dabei nachhaltige Politik vor allem im Finanzbereich geschaffen haben, aber auch Möglichkeiten für junge Leute geäußert haben, wie zum Beispiel die Belebung des Schänzles und dabei auch ganz klar gesagt haben, was wir wollen. Auch die Freien Wähler in Reutlingen haben nach diesem Wahlergebnis keinen Grund, traurig zu sein. Denn immerhin haben sie so viele Stimmen erhalten, dass sie auch im neuen Gemeinderat der Achalmstadt wieder 6 Sitze besetzen dürfen.
Man hat ja immer die stille Hoffnung, dass es vielleicht den einen oder anderen Platz mehr gäbe. Es war dieses Mal nicht drin. Die Wahlbeteiligung war sehr gering, also aus unserer Sicht sehr gering. Wir führen das mal darauf zurück, dass die Wahlbeteiligung so gering ist. Tatsächlich lag die Wahlbeteiligung für die Gemeinderatswahl bei nur 38,9% in der Achalmstadt. Allen Grund, die Sektkorken knallen zu lassen, hatten derweil die Reutlinger Christdemokraten. Denn trotz niedriger Wahlbeteiligung haben sie 28,9% erreicht und damit 3% mehr als noch 2009. Das macht 11 Sitze im neuen Gemeinderat. Das ist in der jetzigen Situation ein hervorragendes Ergebnis, aber das neue Wahlrecht hat uns voll erwischt. Das heißt, es bedeutet eine Stärkung der kleinen Parteien und auf Kosten von großen. Das sieht man ja. Wir haben 3% zugelegt, das wäre normalerweise ein Sitz mehr. Haben wir bis zum 85. Stimmbezirk auch gehabt, nämlich die 12 Plätze, und dann wegen ein paar wenige Stimmen an die FDP verloren. Ein kleiner Wermutstropfen, der allerdings nicht die Feierlaune verderben konnte. Auch nicht den Rottenburger Christdemokraten, deren Sitzzahl von 14 auf 11 schrumpfte. Und das trotz eines Stimmenzuwachses von 2,1%. Feuchtfröhlich war auch die Stimmung bei der Balinger CDU. Mit 29,9% sind sie wieder die stärkste Kraft im Gemeinderat. 9 Sitze dürfen sie jetzt belegen. Auch bei ihnen machte sich das neue Wahlrecht durch einen Platz weniger bemerkbar. Keinen Grund zu feiern hatte dagegen die FDP Tübingen. Die Talfahrt geht weiter, auch kommunal. Nur noch 4,6% und 3 Sitze. Dabei stünden die Liberalen doch eigentlich für Themen von Interesse für viele Menschen. Das seltsame Phänomen, dass im Einzelgespräch und bei engagierten Leuten zum Beispiel Bürgerrechte oder Datenschutz eine große Rolle spielen, aber das setzt sich dann aus Gründen, die ich jetzt nicht ganz ermessen kann, nicht in Wahlergebnisse um. Gedrückte Stimmung auch bei der Reutlinger FDP. Von ehemals 10,9% ging es runter auf 6,3%. Ein bitteres Ergebnis, aber kein Grund, das Totenglöckchen zu läuten. Im Gegenteil. Angesichts der Verluste auf Bundes- und Landesebene müsse die FDP jetzt in den Gemeinde- und Stadträten Gas geben. Große Enttäuschung bei der Linken in Balingen. Die Kreistagswahlen im Zollernalbkreis endeten mit einem um 0,1% schlechteren Ergebnis als 2009. 1,8%, damit könne man nicht zufrieden sein. Ja, eindeutig ist es uns nicht gelungen, diejenigen Leute, mit denen wir auch im Vorfeld zu tun hatten, mit denen wir gesprochen haben, Leute, die halt nicht auf der Sonnenseite des Lebens daher schwimmen, nicht gelungen, diese Leute auch dazu zu bringen, zur Wahl zu gehen. Zumindest ein bisschen besser ging die Gemeinderatswahl für die Reutlinger Linke aus. Von 4,5 ging es auf 5,7%. Damit sitzen künftig 2 Linke im Gemeinderat der Achalmstadt. Große Überraschung dafür bei der Linken in Rottenburg. 6,1% und damit 2 Sitze gab es für die Partei bei der Gemeinderatswahl in der Bischofsstadt. Das jetzt stärker gewordene Stimmgewicht wollen die Linken nutzen, um beispielsweise etwas an der Wohnungsproblematik und der zu geringen Bezahlung von Erzieherinnen zu ändern.